schauen uns heute an, wie wir Schritt für Schritt den SMB in die Baureihe 38 mit dem Standard-Tender einbauen. Wir haben hier einmal den Tender zerlegt. Ihr müsst unten einmal die Schraube hier lösen. Das muss ich, glaube ich, nicht vormachen, damit man einen Schraubendreher und schraubt. Und der Motor kommt einmal raus, indem man hinten 1-2 Schrauben löst. Und ja, dann bleibt hier noch so ein bisschen Geröttel übrig, kann auch weg. Und im Endeffekt habt ihr noch das Gehäuse, ihr habt das Gewicht und ihr habt dann den ganzen Unterbau. Wenn ihr den SMB bekommt, sieht der wie folgt aus. So, ihr habt dann zwei Löcher, einmal oben eins, einmal an der Seite. Und in der Regel kommen die Litzen erstmal hier oben raus. Das bedeutet, er ist dafür vorgesehen, dass ihr den Decoder hier an die Seite packt. Ihr könnt es aber auch umgekehrt machen und könnt sagen, ich will den Decoder gerne oben haben. Dann kommen die Litzen hier an der Seite raus und oben bleibt es frei, damit der Platz ist für den Decoder. Ihr könnt das relativ einfach machen, indem ihr hier mit dem Schraubendreher in das Loch geht und einmal so ein bisschen nach vorne rausdrückt, den Glockenankermotor. Dann könnt ihr den Rest nachher rausziehen. Der ist also nicht verklebt, sondern er ist so eingekeilt, dass er sich nicht bewegt. Aber ihr könnt ihn eben nach draußen nehmen, um dann die Litze jeweils in das andere Loch durchzuführen für eure Decoder-Variante. Nehmen wir mal an, ihr wolltet das so lassen, dass hier oben die Litze rauskommt und den Decoder hier seitlich reinpacken. Und das wäre die Variante, wenn ihr zum Beispiel Döhler und Haas verwenden wollt, in ST05. Dann kommt nachher der Decoder, der passt genau hier rein. Zack, seht ihr schon, hier hin. Und das, was stört in dem Fall, ist hier so ein Stück von der Motorbefestigung hinten vom Anschlag und hier vorne ungefähr 2 mm. Ja, damit der Decoder hier schön flach aufliegen kann, ohne dass er hier irgendwie an Metall kommt. Das muss einmal abgeflext werden. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, jawohl, die Kamera schleppe ich mit irgendwie nach unten in die Werkstatt. Aber das ist irgendwie Quark. Es gibt ein schönes Video von der 24 über fast eine Stunde. Da seht ihr, wie die Flex funktioniert. Also macht einen geraden Schnitt runter, zack, und macht hier einen Schnitt runter. Das gucken wir uns also gleich an als Ergebnis. Und dann machen wir weiter mit Schnecke und den anderen Geschichten, die ihr machen müsst, um nachher den Tender umzubauen. Also zunächst mal kurze Pause, zwei Schnitte machen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, also bevor die Schnitte kommen übrigens, ja, wie machen wir das? Hier sind ja noch Zahnräder. Ja, und wenn ihr jetzt einfach nicht anfangt zu flexen, dann geht die Späne hier in die Zahnräder. Das ist natürlich auch nicht witzig. Ne? Also von daher, hier oben ist eine schöne Schraube. Das heißt, das Denk hier oben abnehmen und gucken, dass ihr die Räder mit den Zahnrädern rausnehmt und nur das einfache Gehäuse hier noch habt, um damit zu flexen. Ne? Denn Späne nachher drin zu haben, ist nicht schön. Es blockiert und macht nachher bei der Fahrt einfach nur Probleme. Also tut euch selber einen Gefallen, baut den Tender einmal auseinander hinten hier unten und die Dinger sind ja relativ schnell entnehmbar, wenn ihr hier die Schraube löst. Ja? So, hier sind wir wieder mit den beiden Schnitten. Einmal hier, zack, und einmal hier ein Stückchen, seht ihr jetzt, ist das Metall weg. Die Räder sind wieder dran. Das ist relativ einfach. Ihr geht mit dem Schraubendreher hin auf der Nicht-Zahnradseite und könnt die so ein bisschen abwinkeln. Dann gehen die hier raus und ihr müsst nachher, wenn ihr sie ransteckt, achten, dass die Bolzen hier wieder bündig sind. Und sonst habt ihr nachher das Problem, dass die nicht richtig auf den Gleisen fahren. Und dann habt ihr Stromprobleme und Haftungsprobleme. Also, nachdem wir das also hier jetzt sauber getrennt haben, bauen wir wieder zusammen. Ungefähr fangen also an mit der Feder und hinten dieser Geschichte und dann kommt das Teil oben wieder drauf und zum Schluss die Schraube. So. Zack. Will nicht. Will doch. So. Drehen wir noch ein bisschen zu. Sensationell. So, und jetzt kommt unser Sound-Munter-Block.
der bald eingeklebt wird. Aber vorher haben wir noch die Schnecke und wir haben die Adapterwelle. So, das, was wir schon gemacht haben, ist die Schnecke auf die Adapterwelle zu schieben. Und ihr seht, das ist ein bisschen asynchron. Na, jetzt fliegt die auch weg hier. Und gucken wir uns an, wie wir die verkleben. Wir verkleben die so, dass wir, also zumindest ist das unsere Variante, entweder den Loctite-Kleber oder einen Zwei-Komponenten-Kleber hier oben auf die Welle packen, auf die Öffnung. Das wird dann ein bisschen reingesogen und dann schieben wir die hier rauf auf die Motorwelle. Und da müsst ihr gucken, dass ihr nicht hier irgendwie einen überstehenden Klebstoff habt, der hier vorne aus Lager geht. Das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Wir fangen gleich einmal an zu kleben, füllen das rauf und dann seht ihr, wie wir das machen. Hier ist vorbereitet der Klecks des Zwei-Komponenten-Kleber. Nehmen wir da schön zusammen. 5 Minuten Zeit haben wir. Absolut ausreichend für unsere Schnecke. So, jetzt nehmen wir unsere Schnecke und die Adapterwelle. Träufeln da ein bisschen oben rauf. Jetzt saugt sich das so ein bisschen rein in der Kapillarwirkung. Noch ein Schlag. Und das war's schon. So, das reicht für uns. Und jetzt kommt Jips. Ungefähr so weit. Und lassen es 5 Minuten aushärten. So, die Schnecke ist jetzt und die Adapterwelle fest. Und wir haben das einmal auch schon anprobiert hier. Relativ einfach draufpacken. Ihr kennt das ja, dann wird hier einmal mit meiner Logentraube geguckt, ob die Schnecke hier vernünftig fährt. In diesem Fall muss man überhaupt nichts machen, einfach nur draufkleben und gut. Und das Draufkleben, das machen wir wie folgt. Hier seht ihr, ist in der Mitte Platz. Und das macht ihr bitte sparsam hier in der Mitte, nicht, dass hier etwas an die Zahnräder geht. Und klebt hier vorne ein bisschen, hinten ein bisschen drauf. Und dann wird hier der ganze Soundmotorblock draufgeklebt. Und es wird geguckt, dass hier vorne er nicht übersteht. Das heißt, wir werden noch Folgendes machen. Ihr seht hier so ein Mini-Stück drüber und das feilen wir einfach noch ab, dass es hier vorne bündig ist. Genau damit hier nichts an den Gewichtsblock kommt. Das heißt, das guckt ihr vorher euch an. Hier ist die Grenze und diesen 1 mm, den machen wir vorher noch weg und dann wird er aufgeklebt. Jetzt wird wieder gerührt, nicht geschüttelt.